Asia-Flug QZ8501 verschwindet am Morgen des 28. Dezember über der Javasee von den Radarschirmen. 162 Menschen sind an Bord des Airbus 320 von Surabaya in Indonesien nach Singapur, darunter 7 Besatzungsmitglieder. Die Maschine startet um 5.35 Uhr Ortszeit. Um 6.18 Uhr Ortszeit verliert die Flugaufsicht in Jakarta den Kontakt. Der Pilot bittet zuvor um eine Kursänderung, um einem Unwetter auszuweichen. Einen Notruf setzt die Maschine vor ihrem Verschwinden nicht ab. 2 Tage nach dem Verschwinden von Flug QZ8501 bergen Rettungskräfte vor der Insel Borneo erste Leichen aus dem Meer. Die Unglücksmaschine wurde im Oktober 2008 an die Billigfluglinie AirAsia ausgeliefert. Am 16. November 2014 wurde sie zum letzten Mal gewartet. Der Pilot soll mit mehr als 20.000 Flugstunden sehr erfahren gewesen sein.